Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum dritten Rennwochenende der WFL. Ja, hier aus Bahrain, Sack hier besser gesagt. Und ja, ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie heute diese Qualifikation ausgehen wird, denn bisher hat man eindeutig Überraschungen hier parat. Und ja, die Ampel ist auf grün bei der Boxengassenausfahrt und das bedeutet, die Qualifikation ist offiziell freigegeben. Mal gucken, welches Fahrzeug das erste sein wird, was auf die Strecke geht. Momentan ist es noch ziemlich ruhig, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und von daher hoffen wir mal, dass gleich mal jemand rausgeht. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Toro Rosso. Ja, da haben wir ihn. Da haben wir Nico Hülkenberg. Ich weiß nicht, welcher von den Toro Rossos das gerade ist. Da kommt auch noch, das ist glaube ich Daniel Ricciardo. Gehen wir mal in die Kamera hier. Dann haben wir Nico Hülkenberg. Das war mein Stromkall vom Notebook. So, dann haben wir Daniel Ricciardo. Und jetzt ist er auch nicht Betrieb gleich schon mal. Kamui Kobayashi ist der nächste, der auf die Strecke geht. Dann müsste das, glaube ich, Sergio Perez, glaube ich, sein. Dann kommt Kevin Magnussen. Tom Dimmer ist auch wieder einer der frühen Leute. Fernando Alonso ist draußen. Hört immer so etwas beängstigend an, hier dieser Sound, aber das scheint alles gut zu gehen. Gut, das sind auf jeden Fall schon mal die ersten. Bis jetzt haben wir noch keine weiteren Fahrer, die sich auf dem Weg raus auf die Strecke bewegen. Ah doch, da haben wir jetzt, das müsste ein Vitali Petrov eigentlich sein. Oh, da haben wir noch Daniel Abt, der sich noch direkt davor schiebt. Oh, ist das Vitali Petrov? Nein, das war Perez, glaube ich. Und dann haben wir jetzt Jensen Button, der auch auf die Strecke geht. Mal gucken, welcher von den beiden Toro Rossos da jetzt gleich über die Linie kommt. Kann er nur entweder Grosjean oder Gutierrez sein. Da haben wir ihn. Hat auch das Glück, dass hier niemand gerade vor ihm rausfährt. Na, da kommt jetzt Max Verstappen. So, und das ist Esteban Gutierrez. Gucken wir mal, wo haben wir ihn denn? Das ist die Nummer 19. Okay, gut. Esteban Gutierrez, also der Erste, der hier auf eine gezeitete Runde geht. Der Mexikaner im Dienst, hier der Italiener, der Toro Rosso, die dieses Jahr noch ohne Punkte sind. Aber die Saison hat ja auch erst angefangen. Ist ja erst das dritte Rennen. Und kann noch werden. Natürlich ist er jetzt die erste Marke, der erste Richtwert, möchte ich fast sagen. Und dahinter kommt dann gleich Nico Hülkenberg, der die nächste Marke sein wird. Dann kann man noch Kobayashi, Tom Dillmann, Daniel Ricciardo ist zum Beispiel auch noch eine. Alles mal gucken, wie da gleich die Zeiten sein werden. Rennen findet natürlich bei Nacht statt. Und die Runde sieht eigentlich ganz passabel aus hier. Von Esteban Gutierrez ohne großartigen Fehler. Und das ist eine 1,33,5. Hülkenberg fährt eine 1,32,4, ist also nochmal um einige schneller. Ricciardo fährt eine 1,32,8. Und da hinten haben wir, glaube ich, Kobayashi. Hat der Verkehr gehabt? Ja, nein. Sortiert sich auf die 2 ein. Da hinten haben wir auch noch Tom Dillmann. Magnussen. Nee, das war ein Rosberg auf jeden Fall. Upsa, jetzt habe ich auf Pause gedrückt, aber da sehen wir es, Tom Dillmann sortiert sich auf die 2 ein, Alonso jetzt auf die 1. Also Tom Dillmann hinter Nico Hülkenberg, dann bin wir Sebastian Vettel, Valtteri Bottas. So, da haben wir Sebastian Vettel, Verstappen unterwegs, im ersten Sektor ein bisschen zurück. Wo haben wir denn eigentlich den Jensen Button, die 16? Der kommt nämlich jetzt da.
ein Zehntel zurück auf jeden Fall hinter Fernando Alonso. Wo wird man sich einsortieren? Und das ist Platz 2. 91.000. Das bin ich. Vettel im ersten Sektor ein bisschen Rückstand. Was sagt der Wert von Verstappen? Zweiter Sektor. 4 Zehntel Rückstand. Haben wir schon Kimi Räikkönen auf der Strecke? Ja, aber ist noch nicht auf einer schnellen Runde unterwegs. Bottas ist im ersten Sektor zurück. Rosberg wird auch hier aufgehalten jetzt von einem Williams. Verstappen kommt jetzt erstmal über die Linie. Sortiert sich auf die 5 ein hinter Dillmann. Nico Rosberg geht in die Box. Nee, wird da aufgehalten. Wollte anscheinend überholen. Und sortiert sich auf die 13 ein und ist damit erstmal momentan letzter nur. Vettel kommt jetzt über die Linie. Wo wird die Reise für den Weltmeister hingehen? Es reicht nur für Platz 3. Da hinten kommt Bottas über die Linie. Und Grosjean, Bottas sortiert sich auf die 4 ein. Hinter Vettel. So, da haben wir Van Dorn ist das. Hamilton ist auch noch nicht draußen. Glock auch noch nicht. Räikkönen, die Weste auch noch nicht. Massa ist jetzt einer der ersten. Aber natürlich interessieren wir uns erstmal für Kimi Räikkönen. Vitali Petrov schiebt sich vor Perez, Grosjean, Gutierrez und Rosberg. Der Zweifachsieger. Wo wird die Reise heute hingehen? Für Kimi Räikkönen. Alonso meldet sich hier momentan mit der schnellsten Runde zurück, was eine eindeutige große Überraschung ist. Erster Sektor 1 Zehntel Rückstand genau auf Fernando Alonso. Hat es da gleich ein Williams vor sich? Hoffentlich steht er da nicht im Weg. Zweiter Sektor, was für eine Zeit werden wir jetzt da gleich stehen haben? Rückstand, 2 Zehntel? Vielleicht jetzt hier noch ein bisschen Windschatten mitnehmen vom Williams. Vielleicht kann er denn die 2 Zehntel wieder gut machen. Ist aber ein bisschen weit weg auf jeden Fall. Ah, Windschatten war wohl auch nicht ausreichend genug. Und das ist Platz 3 für Kimi Räikkönen, also hinter Button. Und ich glaube, Nico Rosberg ist vorgegangen. Ja, da ist noch eine zweite schnelle Runde gefahren. Auf Platz 7 auf jeden Fall. So, Van Dorn, Hamilton, Glock ist jetzt rausgegangen. Quest ist noch nicht draußen. Timo Glock, er geht jetzt auf seine schnelle Runde. Lotus, die auch in Malaysia wieder sehr gut gepunktet haben mit Platz 6 und 7. Nee, mit Platz 7 und 8. Glock ja momentan Dritter in der Fahrer-WM. Erster Sektor, ja, fast 13. Rückstand. Ich habe mal versucht, die Kameras durchzuschalten, aber der Lotus hat nicht so viele. Noch 6 Minuten auf der Uhr auf jeden Fall. Und Timo Glock hat die Strecke fast ganz für sich allein. Was sagt der zweite Sektor jetzt? 6 Zehntel, fast Rückstand für den Deutschen. Ja, so eng wie das Feld hier beisammen ist, ist das, glaube ich, keine Platzierung innerhalb der Top 5. Top 10 würde vielleicht noch gerade so ausreichen.
Und das ist Platz 11 nur für Timo Glock. Ja, hat nicht ganz ausgereicht. So, Hamilton und die Rest sind noch immer nicht draußen. Van Dorn auch noch nicht. Ich würde mal sagen, dann nutzen wir erstmal die Zeit und gehen die momentanen Platzierungen durch. Also, Fernando Alonso momentan auf der 1. Gefolgt von Jenson Button auf der 2. Dritter Kimi Räikkönen. Vierter Sebastian Vettel. Fünfter Valtteri Bottas. Also, Ferrari meldet sich hier in Bahrain wieder zurück. Sechster, wie ich finde, überraschend, Nico Hülkenberg im Sauber. Auf der 7 gefolgt von Nico Rosberg. Achter Tom Dillmann, der hier nochmal unterwegs ist. Vielleicht gibt es da nochmal eine Verbesserung. Wir werden es gleich sehen. Auf der 9 auf jeden Fall Max Verstappen. Hängt wieder ein bisschen hinterher hinter Sebastian Vettel. Auf der 10 Felipe Massa, also Sauber. Hier ganz, ganz stark zumindest, was das Qualifying wieder angeht. Und Hülkenberg heute auch mal wohl mit einem etwas besseren Setup als noch zuletzt. Auf der 11 ist Timo Glock. Auf der 12 ist Kamui Kobayashi, der im Gegensatz zu seinen Teamkollegen ziemlich weit weg vom Schuss ist. Auf der 13 Daniel Ricciardo. 14 der Kevin Magnussen. Also Ma Sahara Force India bloß auf 13 und 14. 15. ist Daniel Abt. Gefolgt von Vitaly Petrov auf der 16. 17. ist Sergio Perez. 18. ist Romain Grosjean, also Toro Rosso ist noch nicht wirklich alles schön, sag ich mal, weil Gutierrez ist auch nur auf der 19. Damit würde man momentan, wenn alle Fahrer, na gut, zumindest von den Fahrern, die gefahren sind, sind sie momentan die langsamsten. Ja, Van Dorn ist jetzt schon mal draußen, Hamilton noch nicht. Die Wester geht jetzt auf die Strecke. Ich habe gesagt, wir können mal zu Tom Dillmann gucken, mal schauen, ob da vielleicht noch eine Verbesserung unterwegs ist. Sektor 1, ja, wurde uns jetzt nicht angezeigt. Schalten wir auch gleich auf jeden Fall zu Stoffel van Dorn, weil der fährt ja auch noch hier eine Qualifikation mit und nur weil es im Machus ist, heißt es ja nicht, dass wir da keinen Blick mal drauf werfen. Sektor 2. Ne, das ist eindeutig keine Verbesserung, das ist zu viel Rückstand, ja. Und dann gehen wir einfach mal auf die 21 Stoffel van Dorn. Ja, da hat sogar Dani Abt noch einen Weg gehabt, ja, und da ist er schon 1,1 Sekunden hinten. Und da der Mittelsektor jetzt 7 Zehntel verloren, also eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man es sehen würde. Im Vergleich zum ersten Sektor, also hat er wahrscheinlich Daniel Abt doch schon ordentlich aufgehalten. So, gucken wir gleich mal auf Lewis Hamilton, wenn ich schon mal draußen rausgegangen ist, weil er hat nur noch 1 Minute 40 und 1:30, dauert ungefähr fast schon eine Runde. Stoffel van Dorn, ja, Platz 20. Das ist momentan der letzte Platz. Da hat er wahrscheinlich durch seinen eigenen Teamkollegen sehr, sehr viel Zeit im ersten Sektor verloren. Und warum wir. Ja, Lewis Hamilton ist auf jeden Fall schon unterwegs. Also. Oh ja, und hält sogar Pauly Wester hier noch auf. Sehr gut auf jeden Fall. Für Pauly Wester läuft es also mal überhaupt hier gerade nicht. Das heißt also wahrscheinlich keine Top 10 für den Briten, der die Saison eigentlich, muss man sagen, sehr, sehr gut gestaltet ist. Ein bisschen viel Pech auch hatte, was strategisch angeht. Ja, und das wird, glaube ich, sogar bloß der letzte Platz sein für den Briten. Außer er holt jetzt hier im letzten Sektor noch was auf und schiebt sich noch vor Stoffel van Dorn. Lewis Hamilton kommt wirklich 30 Sekunden vor Ende des Qualifyings hier über die Linie. Na gut, 25. Und ja,
Pauly Wester ist auf dem letzten Platz. Ja, und wir sehen jetzt unten schon eine Anzeige Pit Ready. Also das bedeutet, er wird jetzt auch wieder in die Box kommen. So, ich wollte hier nach hinten. So, zu Lewis Hamilton. Mal gucken, was jetzt bei ihm für eine Zeit kommt, nachdem er schon die Zeit von Pauly Wester, man kann sagen, versaut hat. Ja, jetzt der letzte, so ziemlich einer der letzten, der sich wahrscheinlich hier verbessern wird. Ja, im ersten Sektor 13. fast Rückstand, ist dann ein Ticken besser als Timo Glock. Der hat irgendwas, glaube ich, bei 287.000 zu Rückstand oder sowas. Ist also so knappe 110.000 zu schneller. Reicht es wenigstens mal Lewis Hamilton für die Top 10? Wenn man das jetzt so gerade betrachtet, wenn man es vergleicht mit Timo Glock, würde es wahrscheinlich auch nicht reichen. Mal gucken, was im zweiten Sektor steht. Na, im Vergleich zu Timo Glock ist er auf jeden Fall hier eindeutig schneller unterwegs gewesen im zweiten Sektor. Das könnte Top 5 sogar sein. Mal gucken. Wo geht die Reise hin für Lewis Hamilton? Sie geht auf Platz 6. Schiebt sich damit vor Nico Hülkenberg hinter Valtteri Bottas. Ja, und ich würde mal sagen, damit haben wir jetzt das offizielle Ergebnis der Qualifikation, weil keiner wird sich, glaube ich, noch großartig verbessern. Also, Fernando Alonso mit einem riesigen Comeback hier in Bahrain meldet er sich wieder zurück auf Platz 1. Ja, hoffen wir mal auf jeden Fall, dass er das auch im Rennen umsetzen kann. Gefolgt von der 2 ist wieder Jenson Button. Also der Junge im KTM, der hat es heute auf jeden Fall ordentlich drauf, wie schon in Malaysia, wo er im Rennen natürlich nachher Dritter wurde. Auf der 3 ist Kimi Räikkönen, der WM-Führende. Also auch hier wieder mit einer starken Performance. Vierter Sebastian Vettel. Fünfter auch Valtteri Bottas. Er bestätigt also den Aufschwung hier von Ferrari im Bahrain. Sechster Lewis Hamilton. Siebter Nico Hülkenberg, von dem, glaube ich, wir gespannt sein können, was im Rennen möglich ist. Auf der 8 ist Nico Rosberg. Auf der 9 Tom Dillmann. 10. Max Verstappen, also da, wo irgendwie schon im letzten Rennen auch mal war. Auf der 11 Felipe Massa. 12. Timo Glock. 13. Kamui Kobayashi nur. 14. Daniel Ricciardo. 15. Kevin Magnussen. 16. Daniel Abt. 17. Vitaly Petrov. 18. Sergio Perez. 19. Romain Grosjean. 20. Esteban Gutierrez, 21. nur Stoffel van Dorn, ja, und 22. auch nur Paul Di Resta. Also, ja, für den wird es am schwierigsten. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder zum Rennen und bis dahin sage ich mal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.